unfassbar. Was haben wir denn noch so? Ich habe also in einem der Urlaube, ich meine, das war in der Nähe von Rom gewesen. Haben halt abends im Bett gelegen und dann kam eine Motte rein. So, dann hast du vier. Ungefähr, wie alt waren wir da? 15, 16? Um den Dreh? Nein, das muss ein bisschen früher gewesen sein. Sag mal 14, 15 um den Dreh. Älter auf keinen Fall. Sitzen dann da und überlegen sich, okay, was fangen wir jetzt mit dieser Motte? Wir hatten Strohhalme, wir hatten Servietten. Okay, wir haben einfach mal diese Motte mit Spuckekugeln, mit Servietten, Spuckekugeln vollgeballert und keiner von uns hat getroffen. Es hat einfach mal keiner von uns getroffen. Wir haben alles um die Motte rum verteilt. Die Wand sah aus wie ein Bild von Jackson Pollock. Aber die Motte hat es nicht interessiert. Damals sogar mal zwischen die Fühler getroffen. Die ist nicht weggezuckt. Ich glaube, die ist eingepennt währenddessen. Das hat die echt überhaupt nicht interessiert. Die ist einfach eingeschlafen. Die hat sich auch gedacht, ach, lass die Buben mal machen. Bei den Schussskills besteht für mich hier keine Gefahr. Ja, und so wurde die Wand dann mit Spuckekugeln gesäumt. Und keinem ist es aufgefallen. Wir sind genauso abgereist. Im Nachhinein gut, hätte man sagen müssen, wir machen die Wand sauber für die nächsten Leute, die da sind, aber wenn man ehrlich bist, in dem Alter interessiert es interessiert einfach keinen. Also ich kann es schon verstehen, weil warum sich Jugendliche wie die Axt im Walde benehmen. Es interessiert sie einfach nicht. Das ist das Ding, es interessiert sie einfach nicht. Es interessiert die genauso wenig, wen die in der Bahn nerven, wie mich früher das Besäumen der Wand mit Spuckekugeln interessiert hat. Null. Einfach null. Das einzige Ding ist, dass diese Hemmschwelle, man hat ja so eine Hemmschwelle, ab einem gewissen Punkt denkt man sich dann immer so, die ist mittlerweile, hat sich mittlerweile sehr, sehr verschoben. Also, ich glaube, Jugendliche sind mitunter heutzutage ein bisschen später peinlich berührt als, mein Jahrgang. Mein Jahrgang und älter früher. Da haben wir mitunter schon kleine Sachen ausgereicht und man hat sich umgeguckt und hat sich gedacht, oh, wenn jetzt ein blöder Kommentar kommt, wenn mich jetzt jemand damit anmacht, dann weiß ich, oh, ich habe einen Fehler begangen, ich muss zu diesem Fehler stehen. Alter, hier fahren wieder die LKWs lang. Das ist verboten! Ist Tatsache, hier dürfen keine LKWs langfahren, aber sie machen es trotzdem, weil die Hauptstraßen zu voll sind oder weil es hier über den Berg einfach schneller geht. Eins von beiden wird es sein. So, das waren so meine Urlaubssachen. Einfach so viel Blödsinn gemacht. Wir sind dann auch irgendwann abends mal rumgelaufen und haben einfach wild durch die Gegend mit Blasrohr rumgeschossen. Dann habe ich es noch geschafft, dass ich diese Sache mit den Spuckekügelchen so weit gezogen hat, dass wir selbst auf dem Rückweg so viel Blödsinn damit gemacht haben. Habe ich es geschafft, aus einer österreichischen McDonald's-Filiale rausgeschmissen zu werden. Die haben gesagt, ich soll draußen warten. Ich brauche nicht mehr reinkommen, ich habe Hausverbot. Ja, so schnell kann es dann gehen, ne? Na, wenn du dich halt nicht benimmst, dann kriegst du relativ schnell die Quittung dafür. Das ist dann leider Fakt. Wer sich nicht benehmen kann, der kriegt die Quittung. Oder halt den Rauswurf bei McDoof. Eins von beiden wird sein. So, haben wir mittlerweile alles frei hier? Nee. Das große Feld fehlt noch. Dann machen wir das mal gerade. Die Schaufel ist bald... Toll. Schaufel ist bald durch. So, die Flächen, die wir jetzt ausgehoben haben, die werden alle mit
Gartensäule gefüllt, weil damit hier die Sachen besser wachsen können. Ich hoffe mal, dass sich das Seaweed und der Reis mal ein bisschen zusammenraufen, dass das jetzt mal besser wächst als bei den letzten Feldern. Da war das ja immer so, man wusste halt nicht genau, sind die jetzt gewachsen oder nicht. Der Rest hat alles ziemlich gut hinbekommen, nur bei denen hat es dann irgendwie nicht funktioniert. So, dann haben wir jetzt mal noch ein paar Autonormalschaufeln. Ich würde mir die Sache zwar gerne nochmal von oben angucken, aber später vielleicht. So. Ach komm, ich mache nochmal eine. Eine mache ich noch. Eine mache ich noch. So. Wir wollen auch irgendwann mal fertig werden, ne? Die wird ja jetzt mit den nächsten Sachen hier nicht kaputt gehen. Die hält ja noch ein bisschen. Dann haben wir wieder einen Haufen Erde, den wir vorhin hier hingeklatscht haben, wieder rausgeholt. Das ist auch wunderbar. Ich hätte auch von Anfang an alles ausheben können, aber da kackt doch der Hund drauf. Ich habe hier mein eigenes Arbeitstempo und meine eigene Vorstellung. Ich kann das besser visualisieren, wenn die Fläche erstmal gefüllt ist. Ich dann ungefähr sehe, ah, okay, da ist ungefähr eine Symmetrie vorhanden. Das fällt jetzt so derbe unsymmetrisch, aber ihr wisst, wie ich das meine. So, da kann man Wege hinbauen. So ist der Platz vernünftig ausgenutzt. So machen wir das. So sieht das Feld nicht zu groß und nicht zu klein aus. Und es soll ja auch ein bisschen effizient werden. Es soll ja nicht einfach nur ein großes Feld werden, das wir nie abholzen, Dings abernten oder so. Das wird ja schon genutzt. So, das schon mal. Wunderbar. Hier wollten wir dann, glaube ich, Kartoffeln und Möhren hinmachen. Ich gucke dann, dass wir die ganzen Salatsachen wie Tomaten und Gurken und was war denn noch alles? Tomaten, Gurken. Paprika haben wir, glaube ich, noch. Können wir da theoretisch auch noch mit drauf packen. Hallo. Die können wir dann auch theoretisch noch mit darauf packen. Und dann ist das, glaube ich, relativ gut eingeteilt. Wie gesagt, Soja. Soja nicht hier. Nein, Quatsch. Sojabohnen und Weizen machen wir relativ groß. Weil das quasi unsere Grundsachen sind. Wir kriegen von Weizen, können wir auch Mehl machen. Und dann sehen wir mal, wie das so wird. Theoretisch können wir es auch so machen, dass wir hier... Wäre vielleicht sogar schlau, wenn wir hier noch einfach zwei Sojafelder hinmachen. Denn das ganze Tofu-Gedöns, das werden wir sowieso brauchen. Spätestens, wenn wir irgendwas mit Fleisch machen wollen, dann werden wir das Tofu-Gedöns brauchen. Das werde ich gleich hoffentlich nicht vom Blitz erschlagen. Das wäre nicht so mein Ding. Ich habe auch noch nie hier Minecraft gehabt, also in Life in the Woods, dass ein Blitz neben mir eingeschlagen ist. Ist mir bisher noch nicht passiert. Muss auch nicht passieren. Aber... Ist ja theoretisch möglich. Ah, schon die ersten Kunden. Okay. Ich bin weg. Hab zwar ein tolles Schwert, aber ich bin weg. Oh mein, wenn es regnet, wird es auch mal so also arg dunkel. Es wird halt nicht immer so ein bisschen dunkler. Es wird einfach dunkel wie im Rattenarsch. So, schnell nach oben. Rein. Tür zu. Jetzt ist es außerdem schon Nacht. Dann können wir auch schlafen gehen. Meine zumindest ist es Nacht, das ist, glaube ich, gerade so parallel Nacht geworden. Ich weiß nicht, ob das Wetter morgen besser ist. Das werden wir dann sehen. Siehst du, gehst du einmal schlafen, Wetter vorbei. Wunderbar. So. Dann machen wir das Feld weiter. Ausgruben. Haben wir noch nicht komplett, ne? Bin gerade selber gerade so ein bisschen. Neben der Spur hier, die packen wir mal großzügigerweise da rein. Gucken, ob sich noch was auf dem Feld tummelt. Mittlerweile dürfte ja aber eigentlich alles umgekommen sein. Von daher gibt es dort, denke ich, mal keine Probleme. Also wenn ich hier mit der Aufnahme durch bin, dann werde ich mir erstmal Acker Mega Kill angucken. Da muss ich noch ein paar Folgen aufholen, damit ich auf demselben Stand wie meine Freundin bin. Damit können wir zusammen weitergucken. Next. Next. Oh ja.
Wunderbares Lied. Gefällt mir sehr gut. Weil man es jetzt schon so nicht anders kennt, hat man das Verlangen mitzusingen, aber ich darf nicht. Dann heißt es wieder, du machst voll Gronkh nach. Ja, das Lied ist ein Ohrwurm. Kann ich auch nichts für. So. Schön die Felder. Nein, bewirtschaften. Komm. Wir müssen auch noch alle hacken. Oh Gott. Was machen wir, denke ich mal, wenn wir hier anfangen, das Feld zu bestellen? Ich muss auf jeden Fall wesentlich mehr von dem Zeug hier machen. Das reicht bei weitem nicht aus. Aber das Feld noch. Ich weiß gar nicht, wie viel da mittlerweile hinten abgegammelt ist. Dürfte ein bisschen sein eigentlich. Schauen wir mal. Dum, dum. So, Erde haben wir. Ach, wir haben hier noch ein bisschen. Machen wir die. Hallo. Hey. Machen wir die mal gerade weg. So. So. Moment. Aber ich denke mal, so in 10 Minuten mache ich mal wieder eine kurze Pause. Eine kurze. Für euch ist es eine kurze, für mich ist es eine etwas längere. Aber es fällt einem schwer, wenn es immer dunkler wird und immer später. Und ich habe morgen noch Berufsschule. Ach, Berufsschule. Es ist so eigenartig, wieder zur Schule zu gehen. Das habe ich jetzt seit gut 2 Jahre nicht mehr gemacht. Ja, ich weiß, andere Leute haben viel länger schon die Schule hinter sich, aber es ist dennoch eigenartig. Man hat sich beim letzten Abschluss gedacht, ah, endlich ist das alles vorbei. Jetzt ist der Drops gelutscht, die Sache ist gegessen, ich muss nie wieder zur Schule. Man vergisst aber immer die Berufsschule. Die muss ja auch noch sein. Gut, die ist, wenn man Glück hat und das entsprechend geregelt ist, dann muss man da nur einmal pro Woche hin. Im späteren Verlauf vielleicht höchstens 2-mal oder so. Aber es ist nie mehr so, dass du eine gesamte Woche irgendwo hin musst. Es ist nur noch ein sehr, 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 sehr wenige Tage über das ganze Jahr verteilt. Man hat zwar auch seine Prüfungen und so weiter, aber es gehört halt alles dazu. Jetzt müsste ich eigentlich mal wieder Bambus anbauen, weil ich habe hier nichts mehr, was ich verkompostieren könnte. Habe ich hier noch? Ich habe hier noch Bambus. Bambus, meine Liebe. Pack ich euch denn hin? Also die müssen ja nicht sonderlich geordnet sein. Ich will die jetzt einfach nur mal hinballern, damit die wachsen. Ich glaube, die packe ich da irgendwo auf den Hügel oder so. Die wachsen ja wie Unkraut. Die wachsen ja wie Unkraut. Mach ich mal hier irgendwo in der Gegend oder hier oder da oder wo? Oder. Ach, solange wir was nicht verkompostieren können. Jetzt einfach mal hier rein. So. Machen wir das Feld erstmal damit voll. Brauchen wir zwar einen freien Rucksack, wenn wir die wieder abernten, aber naja. Und nur darauf achten, dass wir nicht alle weg verkompostieren, denn dann haben wir nämlich keine mehr. Und das gibt dann Probleme. So. 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 Oh, ey. So. So, einfach querbeet. Das wird dann alles abgeholzt, wenn es hoch genug gewachsen ist. Und dann wird das verkompostiert und dann haben wir bald wieder genug. Hallo? Okay. Dann haben wir bald wieder genug Dung, um unser Feld zu bestellen. So, das war's, ne? Das darf ja jetzt schön vor sich hin wachsen. Theoretisch können wir jetzt schon mal damit anfangen, hier die Felder zu bestellen. Aber da ich ja gleich eine Pause mache, macht das, glaube ich, relativ wenig Sinn. Ansonsten haben wir gerade nicht viel. Wir könnten höchstens noch ein bisschen was verkochen. Bin ich mir gerade auch ziemlich uneins.
Dann bräuchten wir auch fürs Weizen. Wir bräuchten viel mehr Weizenkörner. Das heißt, wir müssen erstmal alles wieder blöd mit der Hacke umgraben hier, was so auf dem Weg liegt, die ganzen grünen Blöcke. Und dann gucken wir, hoffen, dass ein paar Samen rausfallen. Ist nämlich nicht immer der Fall. Leider, leider. Und dann bleibt ja irgendwann auch noch unser Balkon, den wir machen müssen. Den Boden haben wir mittlerweile mal gemacht. Mit zwei Versuchen haben wir es dann hingekriegt. Aber unser Balkon, nicht unser Balkon, unsere Terrasse, ist eigentlich sehr gut gelegen. Muss nur sehr weit laufen, bis man dann mal seinen Ausblick hat. Eventuell ebne ich die nochmal so ein, zwei Dinger runter. Dass man, wenn man hier rauskommt, direkt hier in die Ferne schaut, in die fernen Länder rein. Und ja, dass man hier einen schönen Ausblick hat. Ich fände es natürlich nicht schlecht, wenn wir hier noch irgendwo einen Berg in der Nähe hätten. Ich komme mal ein bisschen aus dem Konzept. Wenn wir einen Berg in der Nähe hätten, dann könnte man noch so einen Wasserfall damit einbauen, der hier dann so runterplätschert. Aber alles dann zu seiner Zeit. Ja. Haben wir noch irgendwas zu fressen? Ein bisschen Korn habe ich noch. Boah, das kann ja fast gar nichts. Ein halber Fleischpunkt, ernsthaft? Warte, eine Sekunde. So, ja, das wächst halt schön vor sich hin. Ich weiß auch nicht, haben wir noch Bäume irgendwo rumfliegen, die wir noch nicht ausprobiert haben? Na gut, vom Salyx-Baum halte ich mir jetzt fern. Das war so eine Sache, die machst du einmal und dann nie wieder. Wenn das immer die Ausmaße annimmt. Ich bin auch froh, dass wir nicht so einen Baum gepflanzt haben. Wo sollten wir den denn hinpacken? Ist ja viel zu groß. Viel zu groß. Hä? Ist das unterbrochen? Ja. Bisschen. Naja, naja. Ich würde fast sagen, dann wird einer von dieser Folgen eventuell ein bisschen kürzer, denn ich mache jetzt meine Pause. Es ist jetzt 20 nach 9 abends. Das ist zwar eigentlich keine Zeit für mich, aber es wird gerade wieder so warm hier, weil der Rechner so am Rödeln ist. Das ist der Wahnsinn. Ja gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.